Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr hört es im Hintergrund, wir sind auf der Rennstrecke. Heute Oschersleben, Polybauer, Trackday. Vielen Dank Christian schon mal für die Einladung, mega geil. Weil das Coole ist, Oschersleben, ich weiß nicht, ich bin halt bisher Bergfahrer. Und wenn man dann mal Oschersleben fährt, geht es schon so in die Richtung, dass die Strecke ein bisschen schneller wird. Weil Oschersleben, Bilzer Berg ist halt einfach eine, ich sag mal vorsichtig, eigentlich recht langsame Strecke. Und Oschersleben ist schon mal so ein bisschen ein paar Highspeed-Kurven. So, und für diese Highspeed-Kurven haben wir auch unser Highspeed-Gerät heute hier mit. So, wir sind schon die ersten Meter gefahren auf unserem Trackday, auf dem H&R Trackday, Bilzer Berg. War unmöglich, das Ganze zu filmen, weil es war einfach so viel los in allen Richtungen. Und ich wollte es ehrlich gesagt doch gar nicht so krass filmen, weil dieser Moment, das erste Mal nach anderthalb Jahren mit einem Auto fahren, ich kann es wirklich bis heute auch immer noch nicht glauben, dass dieses Auto fährt, weil es jetzt dann doch so schnell ging. Also jetzt auf den letzten Meter ging es dann so schnell. Und ich bin auch wirklich immer noch einfach nur stolz drauf, wie gut das dann doch funktioniert hat. Weil wir hatten, wenn man ehrlich ist, relativ wenig Probleme. Kurz zu den Problemen. Achso, ich wollte eigentlich sagen, mit Absicht nicht gefilmt, weil ich habe auch mit Absicht keinen Laptimer und nichts. Ich kann euch nicht sagen, Bilzer Berg, was für eine Zeit, wie auch immer. War mir auch scheißegal. Weil es ging erstmal darum, das Auto zu spüren, zu fühlen, zu merken. Weil an dem Auto ist ja wirklich alles anders. Also wirklich, egal ob wir jetzt davon reden, meine ganze Konstruktion vorne mit den ganzen Kühlern. Das heißt, wir müssen auf die Temperaturen achten. Dann generell die ganze Motorthematik war für mich der erste Arbeitmotor. Dann Thematik Slicks. Wir fahren auch heute direkt, alles oder nichts. Michelin Pilotsport GT Slick vorne hinten, 24er Slicks. 24er, der Fachmann wird jetzt gleich schon raushören. Boah, 9x17 ProTec Felge mit 24er Slick. Das ist eigentlich eine Dimension, die man sonst so auf dem E36, auf dem X-Pro vorne und so weiter fährt. Ne? Also das ist halt ein 240 mm breiter Reifen. Das ist schon krass. So, dann meine ganze Bremstheorie-Zeug hier so. Ne? Das ist ja alles Eigenbau. Egal ob es Halter, Sattel, Scheiben, die Konstruktion, die Bremse hinten dazu, die Waagebalken. Boah, es waren einfach so viele Eigenbau-Baustellen, dass ich gesagt habe, nee, diese paar Meter brauche ich einfach erstmal für mich alleine in dem Auto. Einfach erstmal fühlen, merken, spüren, ob alles okay ist, bevor es in die Hose geht. Weil dafür, dass es in die Hose geht, war es dann doch zu viel Arbeit, ist so zu schade. Probleme waren eigentlich nur Scheibe. Ist halt eine Makrolonscheibe. Entschuldige, dass sie leicht speckig ist. Die muss ich gleich noch einmal reinigen. Aber nach wie vor geil. Ganz viele haben gefragt von Grob Racing. Grob Racing kann ich nur empfehlen. Ist eine spezielle Beschichtung drauf. Und man schafft es wirklich nicht, Kratzer reinzukriegen. Also jeder, der Makrolon schon mal hatte, weiß, wie schnell da immer Kratzer drin sind. Und die sind wirklich echt gut resistent. Das heißt, ich hatte die elektrischen Fensterheber noch nicht angeschlossen. Jetzt werden jetzt viele sagen, ey, warum elektrische Fensterheber, ist doch ein Rennauto. Ja, weiß ich, aber in dem Fall sind die elektrischen Fensterheber wirklich nur, Maxi, wenn du hier mal reinfilmst, dieses Teil. Also hier hinter ist wirklich einfach nur ein einziges Teil mit dem Schieber, mit dem Motor. Das ganze Ding wiegt vielleicht 500 Gramm und diese 500 Gramm war es mir einfach wert. So, weil ich hatte immer noch die Hoffnung, dass ich mit die elektrischen Fenster hoch und runter machen kann. Und funktioniert tatsächlich auch. Wir sind noch nicht final fertig, aber ich konnte jetzt immerhin die Scheibe schon mal nach ganz oben gegenfahren. Und jetzt ist es so zu, dass ich glaube, dass sie mal rauskommt. So, die labilen Türen haben wir nochmal verstärkt hier. Ganz fachmännisch. War aber eine geniale Idee. Das heißt, dieses Ding legen wir einfach hier drin, einmal um den Bügel und klatschen das so drauf. Und schon zieht sich die Tür genau an der Stelle, wo die halt weich sind. Guck dir das mal an. Also nur, um das ja immer zu zeigen, ne? Ja, krass, warte mal. Jeder weiß, also, ja, ne? Das ist so, nicht wenig. Ja, das reicht schon vollkommen, funktioniert. So können wir mit den Türen, bis Artyom neue Türen fertig hat. Artyom baut die Armen richtig. Können wir erstmal fahren. So, ja, sonst halt die ganzen Kleinigkeiten. Gurte einstellen, alles einstellen, bis man dann endlich mal so weit ist. Vergeht halt einfach leider ein bisschen Zeit, ne? Immer. Ja, was müssen wir jetzt machen, bevor wir auf den Track gehen? Sonst so, aber geil. Also ich bin vollkommen, war geflasht, wie viel Leistung diese Räder übertragen können. Wir haben ja auf dem Prüfstand noch eine weichere Feder eingebaut, weil wir dachten, wir brauchen weniger Druck. Füllefanz, wir brauchen mehr Druck. Wir brauchen definitiv mehr Druck, weil wenn die Pellen erstmal ein bisschen warm sind, dreht da selbst im dritten Gang schon gar nichts. Also wir fahren jetzt wirklich schon die Leistung, wie wir auf dem Prüfstand abgestimmt haben, 300, 320 PS. Und selbst die unteren Gänge ist nicht so, dass es durchdreht. Da muss ich aber wirklich nochmal sagen, ich bin jetzt zwei, drei verschiedene Differentialsperren schon gefahren. Hier ist ja die Drechslersperre drin, die Lamellensperre. Es ist einfach von einer anderen Welt. Muss ich einfach so sagen.
Da kommt nämlich jetzt ein letzter Punkt, wo ich mir wirklich kurz in Hose gemacht habe. Gar nicht dran gedacht. Du fährst auf eine Kurve, trittst in eine Bremse, nachdem ich ein bisschen Vertrauen hatte. Bumm, auf einmal Motor aus. Überlege ich so, warum ist jetzt der Motor aus? Ja, kein ABS. Und die Drechslersperre. Die Drechslersperre macht ihren Job so gut, dass wenn ein Rad blockiert, tatsächlich das andere Rad mitblockiert und der Motor ausgeht. So, ne? Weil logischerweise, wenn du nicht die Kupplung getreten hast, hängt der Motor 1:1 mit dran, bumm, aus. Du gehst von der Bremse, es gibt einen Knall, Motor wieder an. Ja, okay. Habe ich wirklich erst kurz gedacht, so, jetzt ist Feierabend hier, bis ich dann gerafft habe, ah nee, da muss gerade das Rad blockiert haben. Ne? Und das zeigt ein bisschen, wie krass diese Sperre ist, dass sie selbst auf der Bremsseite so weit sperrt, dass auf der anderen Seite so krass mitgebremst wird. Also da muss ich wirklich sagen, traktionsmäßig wird das krass. So, das heißt, heute rollen wir uns ein bisschen ein. Gucken mal ein bisschen softwaremäßig, was die Temperaturen so machen. Fangen wir an, die Leistung noch ein bisschen weiter hochzuschieben. So ein ganz bisschen Reserve war ja noch. Und fangen auf jeden Fall auch mal an der Bremse ein bisschen rumzudrehen. Also ich bin der Meinung, nach dem ersten Mal fahren, wenn man sich das Bild anguckt, vorne. Zu hinten, die Hinterrad kaum gebremst. Das heißt, wir werden uns jetzt ein bisschen, die Bremse steht jetzt auf ganz vorne. Wir kriegen auch nicht noch mehr nach vorne, sondern wir werden anfangen, immer weiter die Bremse nach hinten zu drehen. Mal gucken, wie sich das Auto fährt. Ja. Ich wollte sagen, erstmal fahren würde ich so empfehlen, so, oder? Es gab beim letzten Mal schon einen kleinen Quersteher. Ich bin allerdings nicht gefahren, sondern Joni ist gefahren. War keine wilde Situation, aber es ist tatsächlich so mit den Slicks hinten. Kalt, kurzer Radstand, breit, Sturz. Muss man halt wirklich beim Einlenken aufpassen, dass das Heck nicht rumkommt. Mit dieser leicht offeren Spur schon. Ne? Ja. Das hat Joni an der Einstelle auf dem Wilzer Berg. Man muss natürlich auch wissen, wo die Kuppen sind, weil es gibt in manchen Kurven mit Absicht nochmal eine Kuppe, damit es halt schwierig wird. Ja, und da war halt ganz kurz einmal Umkreise angesagt, aber nichts passiert. Passiert. So, ein letzter Punkt bin ich euch noch schuldig, und zwar, es ging diese ganze Videoreihe ja darum, was holen wir an der Kiste an Gewicht raus. So, als wir mit diesem Auto angefangen haben, hat das Auto damals von meiner Frau 1100 Kilo gewogen. 1098 Kilo. Jetzt weiß ich gerade zur Sekunde nicht, ob es voll getankt oder leer war. Jetzt gerade ist das Auto randvoll, und das allererste, was wir jetzt machen, wir wiegen ihn einmal final, damit wir wissen, wo stehen wir jetzt mit dem Ding. Yes. Meine Vermutung ist, wir sind auf jeden Fall noch unter 1000. Wie weit runter? Mal gucken. Und dann ist auch noch ganz wichtig, wir machen das Ganze auch gleich mal, wo es relativ gerade ist, weil ich brauche nämlich noch mal einmal drin sitzend, eh die Gewichte mit den Radlasten, wie gut das Ding jetzt so, ne? Und so weiter. Balanciert ist. Genau, ich habe nämlich einen, mir wurde gesagt, der schnellste Frontantriebfahrer Deutschlands. Würde euch auf ein bisschen Content freuen. Mit dem werden wir das Ding nämlich mal so ein bisschen dann abstimmen. In Form von ja, Federraten, Reifen. Okay. Der hat mir gleich als allererst gesagt, du Philipp, sieht zwar geil aus so, aber hat er ja auch recht von der Theorie her. Hinten, die Hinterachse ist maßlos überdimensioniert. So. Ja. Vorne, hinten gleiche Breite, gleicher Slick, wird nicht, also funktioniert tut natürlich, aber die Hinterachse, du wirst die Reifen gar nicht in das Temperaturfenster kriegen. Und das ist halt für so einen Reifen immer ein Problem, weil du hast den ganzen Pickup drauf, du kriegst den Pickup gar nicht runtergefahren. Und das allererste, was er gesagt hat, wir brauchen hinten statt 9er Felge, die ProTec gibt es auch als 7,5. Ja. Und ein Slick schmaler, heißt statt 24 gibt es 20er. So, das wird das nächste Upgrade auf jeden Fall sein. Hinten schmalere Felge, schmalere Reifen. Die können wir natürlich genauso weit rausstellen, dass es optisch cool aussieht. Aber das wird die Hinterachse auf jeden Fall deutlich besser machen. Weil auch er hat mir sofort bestätigt, der hat seine Erfahrung auf VWs gemacht, die Hinterachse beim Frontantrieb, wenn es richtig, richtig schnell werden soll, muss offen sein. Das heißt, in dem Moment, wenn du vorne einlenkst, stehen hinten die Räder offen, auch schon zur Kurve. Das heißt, die Hinterachse will sofort in die Kurve fahren, und dann werden diese Frontantriebautos schnell und zickig zu fahren. Perfekt für mich als Fahranfänger. Ja, super. Genau da wollen wir hin. Viel Spaß, okay, jetzt erstmal wiegen und dann geht's los. Yes. So, wie sieht's aus? Haben wir? Ja, haben wir. 964 Kilo vollgetankt. 964? 964, geile Zahl. 964 vollgetankt. Das Verhältnis ist jetzt gerade so noch, naja. Das heißt, wir haben 34% vom Gewicht hinten, 66% vorne. Also das ist schon mal okay für so ein Auto. Ja. Allerdings vorne links schwer, vor hinten rechts. Falsch. Links vorne schwer, links hinten leicht. Was natürlich nicht so geil ist. Ja. Aber jetzt müssen wir mal gucken, was passiert, wenn ich mich reinsetze. Mit mir drin sieht das schon ein bisschen besser aus.
Wir sind bei 36% hinten. Aber es ist halt immer noch so, deswegen ist es auch gelb. Wir haben vorne links, rechts 50 Kilogramm Differenz. Das ist nicht gut. Natürlich, wenn man jetzt die Strecke sieht, kann es sein, dass jetzt gerade hier schräg ist. Das ist jetzt kein... Es ist nicht 100% aussagekräftig, aber auf einer komplett Planstrecke werden wir auch nicht 50 Kilo verteilen vorne. Nee. So, also von links nach rechts müssten theoretisch, es müssten auf der linken Seite 20 Kilo weg und die müssten nach rechts. Aber das ist natürlich jetzt Jammern auf hohem Niveau, weil es passt schon. Also für ein nicht eingestelltes Fahrwerk und alles ist das schon, kann man damit schon arbeiten. Achso, eine Sache, die auch leider direkt abgeflogen ist, ist unsere Kanzel. Also müssen wir heute leider ohne fahren. Die war hier, das stimmt. Ja, die war hier vorne nur reingedrückt und hier eingehakt. Das geht natürlich mit Curbs und so weiter nicht. Also 964 Kilo, brutal geil für mich, wirklich. Das zeigt wieder, wie sehr es sich doch lohnt, akribisch an diesem Gewicht zu arbeiten, weil wir reden von einem vollgetankten, vollem Auto mit allem. Wirklich, mit 50 Kilo Zelle drin, mit 8 mm Sitzkonsolen. Daniel meinte, wir brauchen diese dicken Sitzkonsolen. Das heißt, hier ist ja schon auch noch gut Gewicht wieder reingegangen in die Kiste. Ne? Alle Flüssigkeiten drin, alles drin. 964, finde ich geil. Aber jetzt würde ich sagen, geht's los, jetzt fahren wir. Yes! So, hier, pass auf. Wirklich ganz einfach, nur Klett an die Tür genietet, rumziehen. Man sieht schon, wie man die ganze Tür hier ranzieht. Ja. Rüberlegen. Fertig. Genieße die letzten paar Sekunden in der Kälte und meines Lebens. Ja, ja, ja. Ah, because race car, wie sagt man so schön. Die Reifen sind randvoll mit irgendeiner Scheiße. Und das schlägt jetzt gerade gegen irgendwas. Das kann ich dir gar nicht sagen, aber ich kann es auch nicht ändern. Kommt auf jeden Fall wieder in den Weg. Da hängen wirklich an der. Ich habe die Reifen von vorne nach hinten gewechselt. Um sie mal so ein bisschen. Und auf der Innenseite vorne ist so viel Gummi aufgefahren, dass das jetzt quasi. Ah, das heißt, wir haben jetzt den Pickup von der Vorderachse gerade an der Hinterachse. Da ist so viel Pickup vorne drauf. Ja, gut, klar. Ist weniger, ne? Ja. Das ist in einem Abarth ein Problem, man sieht wirklich rein gar nichts. So, jetzt kommt auch ein Abarth von hinten. Ah, da geht das Rad hinten schon in der Luft. Bitte? Da geht das Rad hinten schon leicht in der Luft beim Einlenken. Super. So, also als allererstes Sitzposition ich halt immer wieder weg. Ja. Was macht die? Also wir rollen das Ding jetzt wirklich einfach erstmal einfach nur ein. Was hast du auf den ersten Meter? Noch gar nichts. Noch gar nichts, okay. Ich enthalte mich erstmal. Ja. So, aber generell, guck mal, eiskalte Slicks. Merkst du das, wie die schon anfangen so zu arbeiten? Ja. So, also was halt ultra krass ist, wie wenig Lenkimpuls dieses Auto braucht, um die Kurve zu fahren. Geil, wenn die gleich warm sind. So, jetzt gucken wir mal, Bremse. Aber merkst du, wie geil so dieses Feedback von den Reifen ist? Ja, tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. So, dafür, dass das Ding wirklich ja noch eiskalt ist. Ja. Bremse bremst auch. So, und jetzt
Reifen noch kalt sind. Wassertemperatur 82 Grad, viel weniger geht eigentlich nicht. Mülltemperatur wird ein Problem werden, wenn er jetzt schon 97 hat, wenn wir erstmal Runde für Runde ballern. Liegt daran, jetzt gerade hängt der Ölkühler frei im Radhaus. Daniel ist aber schon dabei, dass wir vom Kühler, von der Stoßstange auch eine Leitung passend machen. Das Coole ist halt bei dem Steuergerät und so wie Chris das gemacht hat, der meckert halt wirklich sofort. Also wenn ihm irgendwas nicht passt, dann macht er gleich zu, Notlauf, 0,2 bar fällig. Und das ist halt schon geil, weil wer weiß, was jetzt ist. Es kann alles sein. Also es kann sein, dass er heute zu viel Haardruck im vierten macht und deswegen sagt, nee, will ich nicht. Müssen wir gleich einmal reingucken. Aber sonst so, wie das Auto so fährt, auf der Bremse ist, wie der so einlenkt. Und ihr dürft nicht vergessen, das waren jetzt drei Runden. Wir fahren mit eiskalten Sieg durch die Gegend. Ja, klar. Wenn die gleich erstmal Temperatur haben. Was sagst du so zur Leistung? Ja, Fiat hätte ich gerne nochmal gemerkt, hier auf der Geraden jetzt. Ja, der ist, Ziel. Der ist aber theoretisch so wie der dritte. Aber sonst finde ich gut. Schon nicht ohne so, ne? Also ist schon. Ist schon ein bisschen. Also ich finde jetzt nicht, dass ihm irgendwo was fehlt. Nee, aber es ist jetzt auch nicht so, dass Leistung ohne Ende ist, ne? Nein, aber brauchst du ja auch gar nicht so. Nee, das definitiv nicht. Also da geht es viel mehr darum, rund zu fahren und so weiter. Ja, weil wie gesagt, ich finde, fühlt sich gut an. So, jetzt ist erstmal rot, das heißt, ich kann meinen Laptop rausholen, einmal reingucken und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Yes. So, die haben vielleicht 40 Grad. Ja, sagen wir 45. Lass mich mal anfassen. Ja. So, vorne, hinten wird das noch weniger sein. Hinten wird eiskalt sein. Ja, also hinten ist Körpertemperatur, vielleicht 40 Grad. Ja. Vorne vielleicht 50. Aber ich weiß nicht, so ein Ding braucht eher 80. Ja. So, und dann weißt du bei 80 gleich, wie das so in eine Kurve einlenkt. Ne? Ja, natürlich. Also der, also ich habe echt gedacht, dass er schlechter fährt. Ja, also er fährt so erstaunlich sicher, also man muss halt so ein bisschen diese ganzen Nebengeräusche ausblenden. Ja, klar. Fährt dann so erstaunlich sicher, dass das wird sportlich. Das wird gut. So, ja, jetzt gucken wir erstmal, was im vierten Gang da los ist. Yes. Also, Vermutung ist, dass dadurch, dass... Guck mal, ein Schatten hier ruhig. Wir konnten jetzt auf den ersten Blick nicht gleich irgendwas Weltbewegendes sehen, haben wieder die ganzen Grenzwerte. Es ist jetzt hier wieder... Es ändert sich an den Umgebungsverhältnissen eigentlich ständig was. Man muss bei der Max-ECU leider angeben, was man mitlockt. Und ein paar Sachen, die wir gerne gesehen hätten, haben wir jetzt nicht mitgelockt. Vermutung ist, ich habe die Räder von vorne nach hinten gesteckt, dass auf den Rädern so viel Gummi drauf ist, dass er im vierten Gang nicht den vierten Gang erkennt und deswegen nicht den Druck fährt, den er eigentlich fahren sollte. So ist die Vermutung. Okay. Ja. Okay. Kann sein, dass das so feinfühlig ist, gerade je schneller man wird, je schneller dreht das Rad logischerweise, dass er da deswegen, wenn ich wusste, ich bin im vierten Gang, hat deswegen nicht den Druck vom vierten Gang gefahren. Problem war, es war nicht eingestellt, dass er den Gang mitlockt, somit haben wir das jetzt alles mal angepackt und jetzt geht es gleich wieder weiter. Eine Sache zeige ich noch zum Thema Ölkühler. Da seht ihr den. Hier hängt der Ölkühler zwar so richtig schön lockerflockig drin, aber die Luft geht hier natürlich rein und weiß nicht, wo sie hin soll. Ja. Geiler ist es natürlich dann, wenn das hier so... Ja. So trichtermäßig da drauf führt, genau. Direkt oder was? Wie bei der Bremse. Das ja, klar. Trichter, ja. Haben wir direkt drauf geht. Das wird das nächste sein. Ja. Okay. Let's go, nächste Runde. Yes. Ich habe Chris einmal per Teamviewer eingeschaltet. Der ist in Sachen Max ECU einfach viel, viel, viel fitter als ich. Okay, ich habe gar keine Ahnung von Max ECU, aber das kommt noch. Wir hatten jetzt gerade das Problem, also zwischen den beiden mal fahren,
also zwischen den beiden Events, dass die, wir blenden mal ein Foto ein, die Dichtung zwischen Turbolader und Krümmer ist tatsächlich weggeflogen. Dadurch wurde das Auto, also man hat es gehört, wie es abgepfiffen ist, dadurch wurde das Auto am Bilzerberg immer magerer. Wir waren uns jetzt nicht sicher, ob das Auto wirklich magerer ist oder ob es ist, deswegen haben wir es angefettet. Es war nicht magerer, sondern es ist einfach nur Sauerstoff in den Krümmer reingekommen. Und die Lambda-Sonde hat halt magerer angezeigt. Jetzt gerade ist wieder alles dicht und er hat auf der Geraden so Lambda 070 oder so gemacht, weil das Anfetten jetzt natürlich falsch war. Und deswegen hat er dann keinen Druck gemacht, weil er dann auch in Cut wieder reingeht. Also ich muss wirklich sagen, Chapeau, geiles Steuergerät, also es ist wirklich idiotensicher, man kriegt es eigentlich nicht kaputt. Ist eine gute Sache. So, ja, jetzt wird es ein bisschen ernster. Ich würde vorschlagen, ich cruise mal ein paar Runden alleine, außer Joni will mitfahren. Ja, ich nehme Joni mal eine Runde. Ja, ja. Also zum Thema Software. Wir haben jetzt wieder angepasst. Chris meinte, dass auch die Abgastemperatur dann doch schon ganz schön hochgegangen ist. Aber dafür ist so ein Steuergerät halt da, dass man das wirklich von Runde zu Runde verbessert.
Alter, das war gerade ein bisschen zügiger. Ich habe keine Chance, mich hier drin mit euch zu unterhalten, weil, Alter, wenn diese Slicks warm werden, ist es wirklich für mich unbeschreiblich, wie das überhaupt funktioniert. Ist dieses Auto, dass sich einfach alles auseinanderfällt. Oder? Ist schon übel. Also, muss man wirklich sagen. So, jetzt wieder einmal checken und dann geht's weiter. Chris, bitte komm, wir brauchen mehr Ladedruck. Der Abstimmer meines Vertrauens. Ja, wie ihr seht, Laptop ist wieder dran. Das waren gerade ein paar Runden. Ich befürchte leider, wir werden es nicht draufkriegen drin. Aber Dirk ist hinterher gefahren. TCR Golf. Vorne das innere Rad ist dauerhaft in der Luft. Hab ich, also dauerhaft in der Kurve. Das heißt, die Drechslersperre, was ich vorhin schon gesagt habe, funktioniert so krass gut, dass die ganze Power aufs äußere Rad geht und ich es noch nicht mal merke. Kann man sich gar nicht so vorstellen. Wir denken, Alter, Rad in der Luft, da geht ja gar nichts mehr. Aber ja, nee, ich merke es wirklich nicht. Liegt natürlich auch daran, dass der Abarth in der Mitte drehmomentmäßig einfach so schwach ist, dass da natürlich auch nichts kommt. Sonst wieder in diesen, ich sag jetzt mal Limp-Mode, aber übelst geil, weil es ist nicht so, dass das Auto dann nicht mehr fährt, sondern er schiebt automatisch den Begrenzer runter und nimmt auch ein bisschen Druck raus. So, ne? Zeitmäßig, ich habe es nicht ganz, waren wir jetzt so im Bereich 1,43, 44, was schon echt für Oschers Leben so, für zweit, für reinkommen. Schon gar nicht so schlecht ist. Beim Anbremsen noch ein bisschen ekliges Gefühl, weil ich habe noch nicht so das Vertrauen in das Auto, dass, also es fährt übelst sicher, wirklich, wenn also gefühlt willst du, am sichersten fährt das Auto immer um die Kurve, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Ja, so, ne? Definitiv. Um die Kurve fährt so sicher, das ist schon mal geil. Durch den kurzen Radstand ist beim Anbremsen noch ein bisschen komisch. Wassertemperatur brutal, also alles, was wir vorne an der Front umgebaut haben, mit diesem ganzen Gestell da weg und nur den Wasserkühler reinstellen, übelst geil. Konstant 85, 90 Grad. Öltemperatur geht definitiv hoch, bleibt bei 110 stehen. 110 eigentlich nicht viel, aber ich finde 90 auf jeden Fall geil. Ne? Das heißt, Chris soll jetzt einmal wieder reingucken, dann geht es weiter. Also in den letzten Runden hatte man ein bisschen das Gefühl, dass er hinten überbremst. Ich habe mal hinten die Reifen angeguckt. Ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, wir haben hinten rechts, links nicht, rechts, haben wir immer noch ganz viel Pickup auf der Pelle drauf. Und ich könnte mir vorstellen, dass er da nicht, dass er das nicht so geil findet. Das sind aber wie gesagt auch alte Reifen und so weiter.
euch nicht vorstellen, wie glücklich ich bin. Wirklich. Ganz anders hier als Bilzerberg, weil die Strecke einfach gefühlt schneller ist. Also du hast halt hier so, auf dem Bilzerberg hast du das nur in der Mutkurve, dass man wirklich mal schnell in eine Kurve einlenkt. Hier hast du aber den Vorteil, dass man dazu noch über den Körb nageln kann und auch sich ganz weit raustreiben lassen kann. Und das macht es halt irgendwie einfach anders. Was soll ich sagen? Ja, Chris sagt, das Auto macht genau das, was es soll. Wir schieben jetzt alles weiter hoch. War tatsächlich eben gerade schon wieder so, dass er, das ist das Geile an dem Steuergerät, wenn der Öldruck unter einen Wert fällt, macht er nicht gleich Cut, sondern man kann verschiedene Stufen sagen. Und in dem Fall ist der Öldruck von 5 bar auf 4,5 gefallen, einfach wegen der hohen Öltemperatur. Und zack, hat er den Drehzahlbegrenzer schon mal vorsichtshalber auf 6,5 gesetzt. Das alles weiter angepasst. Abgastemperatur ist schon relativ hoch, also leistungsmäßig sind wir am Limit, mehr wird auf der Rennstrecke nicht gehen. Diese 310, 330 PS, die braucht man halt auch leider, wobei es haben schon einige gesagt, boah Alter, wie geht der aber? Weil wir haben schon 940 Grad. Jetzt kommt es allerdings, Ansauglufttemperatur maximal 38 Grad. Mhm. Und das ist schon echt saftig, das ist schon echt krass. Ja, ein Problem bei diesem Auto ist immer, ist mir bis heute, Antriebswellen. Ihr seht schon wieder, hier ist schon wieder Fett drauf. Ja. Das heißt, Antriebswelle Manschette gerissen oder was? Nee, das Problem ist, ich weiß nicht, ich glaube, es hängt damit zusammen, dass die Antriebswelle bei dem Auto, das Außengelenk, relativ weit aus dem Achsschenkel raussteht. Das heißt, wenn man lenkt, knickt das Ding relativ weit ab. Ja. Und dann zieht sich die Manschette entweder immer runter, geht kaputt, es kommt Öl raus, wie auch immer. Okay. So, das ist halt A, schon mal doof für Fett auf der Rennstrecke, ist immer kacke. Ja. Und man hört es auch schon wieder, dass es so klok, 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 klok beim Einlenken macht. So, ja, okay. Ne? Hab mich eben gerade links mit einem anderen Arbeitfahrer unterhalten, der genau das gleiche Problem. Ich habe ein bisschen Respekt schon so vor der Zeit und von dem, was das Auto macht, weil wenn wir jetzt über einen 1,40, 43, 45 Sekunden Bereich reden, dann ist das eigentlich schon Zeiten, die man nicht mit dem Arbeit fährt. Das heißt, bevor hier irgendwie irgendwo was schief geht, würde ich das Auto jetzt als nächstes gerne definitiv wieder auf die Bühne nehmen, würde ihn wieder hochnehmen, würde mir wieder alles komplett angucken, alle Schrauben nochmal nachziehen, Thema Antriebswelle nochmal angucken und so weiter. Ja, klingt gut. Aber ihr konntet auf jeden Fall sehen, wie, also es sind wirklich, abschließend zu sagen, alles, was wir uns ausgemalt haben, ist eigentlich alles aufgegangen. Sitzposition übelst, also vermittelt ein übelst sicheres Gefühl, dieser ganze Käfig da drin. Jetzt muss man weitermachen. Ich sehe da extrem viel Potenzial im Auto. Das wird richtig geil, das wird richtig schnell. Vielleicht nochmal über ein ABS nachdenken, ein cool, schönes Renn-ABS. Aber ich bin ja an dem Schritt, ich will ja noch fahren lernen, deswegen auch Xpo und Abarth. Und da machen wir jetzt weiter. Ich werde noch ein bisschen Xpo fahren, vielleicht noch ein bisschen Abarth. Und dann im nächsten Video geht es auf Zeitenjagd Bilzerberg. Nächstes Wochenende schon, weil letztes Mal 2 Minuten 5 gefahren. Jetzt müssen wir gucken, was so geht. Yes. Das große Finale von dieser Videoreihe. Aber abschließend gesagt, geiles Auto, Leistung, alles geil, Bremse geil, Auto geil, macht ultra Spaß. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.